Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge hier aus Stappenbach. Ja, wir sind mal wieder da. Ja, ich dann gestern nichts mehr gesagt. Hat relativ lang gedauert, alles abplanen und alles. Ich habe dann die Viecher auch noch gefordert und da war es eh schon irgendwo 8 oder sowas. Ja, es hat nämlich gestern dann nämlich schön Schneim angefangen. Ja, über die Nacht haben wir minus 10 Grad gehabt, also ein bisschen Schnee liegen geblieben. Da ist so ein wenig Anzucker, das sagt. Ja, also gehen wir mal gleich rein da. Aber wie gesagt, da haben wir kurz was für das Story, keine Ahnung, was da mit dem Schnee los ist am Boden, im Steuerrennen, ich weiß es nicht. Ja, das wird alles reingerammt, natürlich. Also, wenn ich einen Guard schon reingezahlt habe, da draußen schaut es aus. Vom Wetter wird mir draußen natürlich auch noch sehen. Gradiert hat dann scheiße zum Fahren, weil dann sieht das zusammengefriert hat da. Da seht ihr es da, habe ich schön umgezahlt da raus. Wird dann richtig super sein, so ein Rausfahren da. Aber gut, da wären wir erst der Halle gesessen. Aber trotzdem, das war dann eine gescheite Sauerei da. Haben wir dann ganz schön ausgewählt. Ja. Da herum haben wir mal die 11 Ballen. Die anderen 5 holen wir mal nochmal. Weil ich hab dann gleich alle 16 noch gekauft. Er hat seine Anzeige verschrieben gehabt. Das waren ja keine 12 jetzt, sondern 16. Und ja. 5 holen wir mal nochmal, hätten nicht mehr drauf passt. Hier haben wir heute oder was, gleich mal nochmal holen. Genauso habe ich auch noch gleich ein wenig zusammengeladen und ist da ein wenig zugeschmissen. Und ja, läuft das auch wieder da. Genau. Ja, das ist mein Eich aufgeführt, das ist eh ganz gut gegangen. Und ja, dann habe ich natürlich die Viecher noch gefordert. Ich glaube, aufmachen, ausmisten wollte ich dann noch. Ja, ich bin momentan noch nicht ganz so bald dran im Stall. Sollte man vielleicht auch ein bisschen früher dran sein, aber ja. Genau, Heizung, die kommt scheinbar sehr barock aus. Ja. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis das Zyklus wieder gut ist. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher wieder. Ich fahre dann wieder in den Wald raus. Schau, dass ich mit dem Rotholz ein wenig weiterkomme. Ja, und dass wir da was weiterkriegen. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, wir sind wieder da. Ja, pünktlich haben wir 12. Ich würde gerade Mittag machen gehen, habe mir aber gedacht, würde ich mich gleich nochmal gleich fürs Video. Milch, Geld ist gekommen. Milch ist angeholt worden. Und Geld ist wieder gekommen, das Video habe ich ein bisschen zusammengespart. Ja. Wir sind zwar noch über Minus, aber wir sind wenigstens wieder nicht nur im vierstelligen Bereich und nicht mehr im fünfstelligen Bereich. Wir waren jetzt wahrscheinlich bei fast 15.000 Euro im Minus. Also es wird besser, es wird besser. Ja. Ich war noch einiges im Wald draußen, den letzten Tag. Habt ihr auch gesehen, glaube ja, kleine Timelapse habe hab ich noch zusammengeschnitten für euch. Weiß ich noch nicht, was ihr jetzt schon gesehen habt, so wie ich euch noch einspiele. Vom Baum umschneiden vor ein paar Stücke. Weil ich nicht das Schneien und das Umfallen aufgenommen. Genau, es liegen jetzt schon einige Haufen drauf, hast 4, 5 verschiedene Haufen liegen schon dort. Also wir haben ja, wie viel haben wir schon geschnitten bis jetzt? Wir haben jetzt auf jeden Fall das unteren, den unteren Bereich, wo wir angefangen haben da vor ein paar Tagen, im letzten Video. Da haben wir jetzt so also ziemlich den Bereich durch, bis auf die paar, die was direkt an der Straße da stehen. Das waren schon gute 30 Bäume. Ja, 20, 30 Bäume werden schon gewesen sein. Geht auf jeden Fall schon was weiter.
Mal kurz außerhalb von der Story, wir haben ja einen Stream gemacht, eh heute am 26. jetzt da in Real Life. Waren wir auch ein bisschen im Wald jetzt die Zeit und haben uns ja am Map ein wenig angeschaut, falls euch das einmal interessiert. Könnt ihr im Stream nochmal vorbeischauen, der ist in der Stappenbach-Playlist drin oder eben unter den Livestreams auf dem Kanal zu finden. Da haben wir ungefähr nach einer Stunde Map-Tour haben wir gleich gemacht. Genau. So schaut's aus. Jo, genau, ich würde sagen, ich gehe dann Mittag machen und dann sehen wir uns wieder, wenn es noch was gibt. Momentan nicht so viel, außer wieder wenn geforst und da will ich nicht die ganze Zeit noch mitnehmen. Jetzt will ich, also nicht bei uns will ich mitnehmen. Aber ja, vom Holz 4 oder was gibt es schon einmal Timelapse und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Thank you.
Sind wir wieder da? Ja, ich habe jetzt gerade den Timelapse vom Lona gesehen, bei der Foto erinnern. Ja, die Spitzen, da schneide ich jetzt doch noch gar ab, die haben wir doch immerhin zwei rausgezogen. Ja, da haben wir einiges herzogen gehabt. Wie gesagt, wir haben da unten auch schon ziemlich durch den Steilhang da, ich will gar nicht runtergehen, da ist einer. Da stehen ja nicht nur ein paar neben der Straße wirklich entlang, die habe ich noch nicht weggeräumt. Also der Bereich ist auch durch, einmal bis da 4 Uhr, wo wir reingefahren haben bei der Halle. Sind wir alles durch, der Bereich, bis auf das neben der Straße. Hat aber doch auch ein paar Tage gehabt, bis das da ist draußen. Also es steht schon wirklich viel Klumpen da drinnen da. Ja, morgen werde ich wahrscheinlich jetzt mit dem ganzen Tag beschäftigt sein, um mit fahren. Weil eine Fuhr dauert halt gut 3 Stunden. Ich habe mich zuerst auch fast ein wenig geschreckt, aber aufladen eine Stunde, abladen eine Stunde, fahren eine ganze Stunde. Und da unten liegt noch eine Fuhr und da oben liegt noch eine Fuhr, wo wir gestern schon eine geholt haben, eine Fuhr, liegt jetzt auch noch eine oben. Da unten bei meiner Fahne habt ihr es gesehen, liegt auch noch was, ich werde den Edelser vor eine Fuhr kriegen. Und ja, dann geht es eh schon auf Ende Jänner zu, das ist so brutal. Ja, mal kurz außerhalb von der Story. Eigentlich war der Plan gewesen jetzt, Dienstag ist der Folge gekommen, das war eigentlich die Donnerstagsfolge. Also am 28. dann und dann war geplant gewesen die nächste am 31. und dass wir dann am 31. noch im Winter sind und bei der nächsten Folge gehen wir dann langsam ins Frühjahr über, Ende Februar, Anfang März. War so der Plan gewesen, allerdings habe ich mir halt überlegt, weil ich die Zeit habe in die Feiertage jetzt dort und auch die Motivation jetzt endlich auf die fertige Map, dass ich spiele, werde ich jetzt halt jeden Tag ein Video bringen in die Feiertage. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das heißt, heute kommt auch wieder ein Video am 27. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne Kommentare, was davon haltet, dass jetzt jeden Tag ein Video kommt. Die 2 Wochen durch, da die Feiertag. Es ist ja seit Montag jetzt die wirklich jeden Tag ein Video gekommen, beziehungsweise am Weihnachten ist ja auch noch ein Special gekommen jetzt dort. Montag, Dienstag ist schon voll gekommen. Dann kommt heute am Mittwoch auch wieder eine und heute könnt ihr uns gerne mal in den Kommentaren schreiben, was davon haltet, jeden Tag ein Video. Ich finde es eigentlich keine schlechte Idee, nicht für die Feiertag jetzt dort. Und ja.
Ich dafür schaue ja, dass so maximal 30 Minuten, wo sie in der Länge haben werden, dass er noch schaubar ist und auch nicht zu langweilig wird. Und wir werden jetzt natürlich in 2 Wochen in Forst sein, also kann ich sagen nicht. Wir werden jetzt den Forst ziemlich schnell beenden, also mal 2 Videos noch und dann gehen wir auch ins Frühjahr. Da habe ich ja selber Bock drauf, aber mal ein bisschen Forst machen wieder. Macht ja auch Bock, vor allem auf so einer Map. Also, eigentlich stinkt, aber ich muss echt sagen, die Wälder haben nicht schlecht waren da. Ja, haben wir schon viel gesagt, sind der gleichen Meinung. Wie sind wir auf die Wege, das taugt mir halt überhaupt nicht, aber das muss ich noch ausbessern. Genau, und dann würde ich sagen, eh wieder genug geredet, fahren wir halt noch zurück, laden ab und dann wird es eh wieder finster sein. Dann sagen wir mir uns morgen oder wann wieder, wenn es halt wieder was gibt. So, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich bin eigentlich gerade in der Werkstatt aus, weil ich auch was schauen wollte und dann Aussage ist eh was Ende. Ja, ob das eh noch passt mit 2. Februar, mit dem Zeugran. Dann habe ich es erstmal nachgefragt. Ja, wenn es Handy schäbert, unbekannte Nummer und irgendwer fragt wegen einem Zeugran und irgendwas. Ja, es ist ein Forstunternehmen von da in der Nähe von Stappenbauer, beziehungsweise unter Hansbach um und so vom Namen her kenne ich sie. Und die haben sich erkundigt, eben, ob das mein Zeugran eh noch passt. Oder ob sich da zeitmäßig irgendwie was geändert hätte. Da habe ich natürlich erst mal nachgefragt, was für ein Zeugran da ist, weil ich nichts davon weiß. Ja, die haben mir das dann erklärt. Und ja, es ist tatsächlich auch so, dass der Vorbesitzer da, oder der, was halt den Hof da jetzt ein Jahr das Jahr gehabt hat, dass der einen Zeugran bestellt hat für Februar. Anfang Februar, den 1. Februar kennen sie noch nicht, deswegen am 2. Der was für ein Waldstück von uns eingesetzt werden soll, 3 Tage lang, das zum gescheit durchforsten, weil das so steil ist und das mit der Seilwinde nicht gescheit geht. So war zumindest sein Wortlaut, wer hat's mir dann gesagt, was er, für was das, er hat's da eh verstanden und alles und hat eh was mitgekriegt, auch, dass der nicht mehr da ist auf den Hof und alles. Und ja, dann habe ich ihn gefragt, ob man das irgendwie rückgängig machen kann, weil es kostet ja einen Haufen Geld, das ist ja das Problem. Ja, rückgängig machen können wir da nichts. Das ist schon alles bestellt und alles zahlt auch. Ja, gut. Das hilft eh nicht. Das heißt, wir werden im Februar nochmal mit den Zeugern werken. Es ist auch schon gezahlt, also kämen wir da auch nicht weiter ins Minus, so wie es ausschaut. Ja, ich habe dann auch nachgefragt, ob die mit einem Traktor und alles kämen, weil ich meine, wir konnten das nicht wirklich mit einem Traktor von uns ziehen. Oder halt nehmen machen. Ah, die kämen eben Traktor und gespannt, nicht da. Es ist halt auch wirklich netter der Traktor mit dem Ding, mit dem Zeugran. Und sie stehen dann auf, so wie es halt gehört. Und danach ist sind sie weg. Weil nicht da der Zeugran bestellt worden ist. Ohne Ortskraft. An und für sich passt das eh. Aber ja, müssen wir halt da an der Stücke mal eher schon denkt, oh, das wird lustig mit der Seilwinden. Ja, scheinbar so, dass sie denkt, na, wir haben es Geld und bestellt sich ein Seigrad dafür. Wo ja schon im Sommer. Also das ist schon Zeit aus, wie er den Seigrad bestellt hat. Ja. Das heißt, wir werden da dann mit einem Seigrad unterwegs sein. Gut, dann nehme ich natürlich eh wieder mit für die Aufnahmen, weil das ist ja doch was Besonderes. Allerdings, ja, passt es halt nicht so ganz ein jetzt eigentlich. Wir müssen dann Hocker auch noch schauen, dass wir. Wir müssen dann Hocker auch noch schauen, dass wir kriegen. Für das ganze Zeug zusammen Hocker. Können wir ja mal gleich hinterher schauen, jetzt sind 2 Rückübungen hinten. 2 Länger noch draußen, die werde ich heute noch einholen, die 2. Dann habe ich euch letztens so gesagt. Jetzt ist die Kamera gleich ausgefallen. Ja, habe ich letztens gesagt, das ist einmal das, was wir jetzt alles geschnitten haben. Und die 2 Rückübungen, was noch draußen sind. Das sind 4 Rückübungen bis jetzt. Schaut ja doch schon noch ein bisschen was aus. Also ja doch relativ lang ist das Zeug. Ja. Also es wird schon was. Da kommen schon Hackschnitzel zusammen. Und wenn wir das nächste Stück da auch noch durchforsten, dann zeigen wir, da kommt da sicher einiges zusammen. Und ja. So schaut's aus, die Geschichte. Aber ich war auf jeden Fall gescheit überrascht. War halt verwundert. Bin gespannt, was da noch und so ist erwartet mit den Typen.
Aber nein. Wenn ich mal kurz aussehe vor der Story. Könnt ihr mir gerne in Kommentare schreiben, was davon heute vor jeden Tag jetzt ein Video in die Feiertage. Ich habe jetzt eine Umfrage auf Insta und Discord gemacht. Da ist sehr positiv. Also ist eigentlich ziemlich jeder dafür fast einstimmig. Und zwar vereinzelte Leute haben auf Insta für Nein gestimmt, bis jetzt, aber die meisten sind für Ja. Also schreibt uns da gerne in Kommentare, ob das passt für euch oder nicht. Genau, und dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. So, wir sind mal wieder da. Ja, ich habe jetzt gerade den letzten Rückgang einmal zugefahren. Ist ja doch schon ein bisschen ein Haufen. Es sind nicht dort, ja, drei Rückgewogen. Auf die ersten zwei waren noch über ein wenig mehr aufgegangen. Auf den dritten, der war schon gescheit überlohnt. Ja, zum Glück hat mich keiner erwischt. Aber ich hab mir gedacht, wegen die drei, vier Stellen brauche ich auch nicht mehr extra fahren. Und ja, jetzt ist einmal alles daheim, was geschnitten worden ist. Ja, wie gesagt, das ist schon ein wenig was. Mit werden wir dann die, werdet immer dann schauen, dass ich die letzten paar Wecker, die was so deppert bei der Straße dran stehen, weil die hängen auch alle auf der Straße so wie zu, das heißt, wo einer nicht genau wieder tue, dass man nicht auf die Straße fallen. Weil, halt, ja, muss ich noch schauen, irgendwie, wenn ich mit der Seilwinde anziehen oder was, wird schon geehrt werden. Ja, dann ist einmal der erste Waldbereich mal wieder ein bisschen durchgeforstet, zumindest, dass das tote Zeug ist draußen, ist das ganze Marsch geklampert da. Wir haben dann zwar noch, weil wir müssen dann auch zwar auch noch mal durchforsten mit dem ganzen normalen Holz, also gesundes Zeug, weil ein paar große im Weg stehen für die Kleinen, dass die ein Licht erwischen, das gehört auch einmal noch mal da. Aber wir haben halt auch noch so viel Waldstücken und Waldgrund, wo noch so viel Klumper drinnen ist, also ja, bis dass wir da mal fertig sind. Da werden wir heuer den Winter sicher nicht fertig. Aber es ist halt auch seit Jahren nichts mehr da in dem Wald. Ja, seit dem 2. Februar kommt jetzt erst einmal der Saugrand daher. Das werden wir uns dann nächstes Mal noch gar ein wenig anschauen. Und ja, dann werden wir auch ziemlich fertig sein nächstes Mal. Also dann werde ich euch nicht mehr zu viel im Wald mitnehmen. Das andere werde ich dann alles so machen. Aber im Saugrand im 2. Februar, dann nehme ich euch schon einmal mit. Dass davon einer mehr sagt. Genau, dann darf ich sagen, war's das auch wieder für die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, hat Spaß gemacht. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Servus, pfiat euch.